Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir meinen Februar-Lesemonat. Zuerst möchte ich euch ein bisschen was über erzählen, so zahlenmäßiges, und dann erzähle ich euch was über die einzelnen Bücher, die ich gelesen habe. Ganz genaue Details, sowas wie Veröffentlichungsdatum und Verlage und so, findet ihr auf meinem Blog. Da habe ich die Daten noch ein bisschen genauer. Hier erzähle ich euch nur kurz was über das Buch. Für ein paar von den Büchern habe ich Videos auf meinem Channel oder auch schriftliche Reviews auf meinem Blog. Da werde ich dann nicht ganz so viel drüber erzählen wie über die anderen. Aber fangen wir an. Insgesamt habe ich 11 Bücher gelesen im Monat Februar. Eins davon hatte ich schon im Januar angefangen. Außerdem hatte ich 6 Bücher auf meiner Leseliste, habe aber nur 3 davon gelesen. Angefangen habe ich 2, aber nicht beendet, aber die habe ich inzwischen im Februar auch schon beendet und diese beiden standen auch nicht auf meiner Leseliste. Also von meiner Leseliste von 6 Büchern habe ich 3 gelesen, sonst habe ich noch 8 extra gelesen, eins davon schon im Januar angefangen und 2, die bei diesen 11 nicht dabei sind, habe ich angefangen, aber nicht beendet. Es gab keine Bücher im Februar, die ich quasi aufgegeben habe. Die beiden Bücher, die ich eben nicht beendet habe, da bin ich einfach nicht dazu gekommen. Und wie gesagt, jetzt im März habe ich sie auch schon beendet. Von diesen 11 Büchern hatten 10 Stück über 300 Seiten und eins war eine Graphic Novel. Dann von den Formaten her habe ich 2 richtige Bücher gelesen. Das war einmal die Graphic Novel und einmal noch ein anderes, zeige ich euch nachher. Ich habe 6 Hörbücher gehört und, Quatsch, ich habe 3 Hörbücher gehört und 6 Bücher auf meinem Kindle gelesen. So rum wird's richtig. Von diesen 11 Büchern waren 3 auf Deutsch und 8 auf Englisch. Und das ist es auch soweit mit meinen Zahlen und Fakten. Dann können wir anfangen mit den Büchern. Das Buch, das ich im Januar schon angefangen habe, war Die Feuerheilerin von Ursula Nee. Das hat von mir 4 Sterne bekommen und dafür gibt es auch eine Review auf meinem Kanal. Das nächste Buch war Empire of Storms. Das habe ich als Hörbuch gehört. Das hat von mir 5 Sterne bekommen. Es ist das letzte Buch in der Throne of Glass-Reihe, das im Moment zu haben ist. Also es wird noch ein 6. Buch geben, aber das ist noch nicht draußen. Das wird voraussichtlich erst 2018 veröffentlicht. Eigentlich September 2017, aber das Veröffentlichungsdatum wurde leider nach hinten verschoben. Über das Buch möchte ich euch eigentlich gar nichts erzählen, weil es eben der 5. Teil in der Serie ist. Und ich glaube, ich kann nichts darüber erzählen, ohne jemanden zu spoilern, der die anderen noch nicht gelesen hat. Das nächste Buch war die Graphic Novel, von der ich erzählt habe. Das war Saga, der 1. Teil. Also es ist auch eine Reihe, die hat, glaube ich, über 10 Bände oder knapp an die 10. Da kam jetzt erst, glaube ich, auch der letzte raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich hier den ersten gelesen. Ich habe dazu keine Review geschrieben, weil ich finde es ein bisschen schwer, eine Graphic Novel zu rezensieren. Vor allem, da das auch meine erste ist. Aber hier geht es eben um ein Paar, sind die beiden hier, die gemeinsam ein Kind haben. Das Problem ist nur, also sie sind aus dem Weltall, das ist ein Sci-Fi-Graphic-Novel und sie gehören unterschiedlichen Rassen an und zwischen diesen beiden Rassen herrscht Krieg und die dürfen sich eigentlich überhaupt nicht anfreunden. Vor allem ist sie auch irgendwie, gehört zum Militär von ihrem Volk und wird, dadurch ist es natürlich noch viel, viel schlimmer, dass sie was mit dem Feind quasi angefangen haben. Und sie müssen halt wegrennen quasi von beiden ihren Regierungen und probieren gleichzeitig ihr Kind, das sie bekommen hat, ganz am Anfang von der Graphic Novel zu schützen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe es 4 Sterne gegeben, weil ich die Geschichte einfach echt interessant finde. Und auch die Zeichnungen finde ich auch echt schön. Okay, das ist ein sehr interessantes Bild, wo ich gerade aufgeschlagen habe. Ja, also es ist ziemlich brutal, es ist auch ziemlich, Sex ist darin keiner, aber wird trotzdem sehr offen damit umgegangen. Es ist halt, die haben halt gerade keine Zeit für Sex, ich denke mal, vielleicht gibt es in späteren noch welchen, weiß ich nicht, aber diese beiden Sachen sind schon ziemlich grafisch dargestellt, also wie ihr gerade vielleicht auf diesem einen Bild auch gesehen habt, ja, das. Dann habe ich gelesen At Water's Edge von S. McPherson. Das ist auch ein Fantasy-Roman, aber ein Contemporary-Fantasy-Roman, den ich von NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen habe, wie übrigens die Feuerheilerin auch. Ich habe diesem Buch 3 Sterne gegeben und es gibt auch auf meinem Blog eine Review dazu. Da geht es um ein Mädchen, das irgendwie, es gibt eine Parallelwelt und in dieser Parallelwelt gibt es, also jeder hat quasi einen Doppelgänger in dieser Parallelwelt, aber die Parallelwelt ist ziemlich anders. Also es ist nicht nur quasi dieselbe Welt, nur sind die Ereignisse ein bisschen unterschiedlich verlaufen, sondern es ist wirklich eine komplett andere Welt.
Und durch gewisse Umstände wird sie halt, kommt sie in diese Welt und trifft auch ihren, auf ihren Doppelgänger und muss dann mit dieser ganzen Sache umgehen. Ich fand es nicht schlecht, aber es gab gewisse Sachen, die mich gestört haben und deswegen habe ich dem Buch nur 3 Sterne gegeben. Wie gesagt, ich habe eine Review auf meinem Blog dazu. Eine Review auf meinem Blog gibt es auch für das nächste Buch, das war Quests of the Kings von Robert Everett. Dem Buch habe ich 4 Sterne gegeben, das habe ich auch über NetGalley bekommen. Und das ist der Anfang einer Trilogie. Auch eine Fantasy-Trilogie, eine High-Fantasy-Trilogie in dem Fall, die quasi in einer ganz anderen Welt spielt, wobei das für mich eigentlich eher ein historischer Roman ist, weil diese Fantasy-Welt, in der das spielt, ist sehr ans Mittelalter einfach angelehnt. Also es wird teilweise über Magie gesprochen, aber es hat keiner Magie in diesem Buch und auch Fabelwesen oder so gibt's nicht, also... Eigentlich ist es wirklich eher für mich ein Roman, der einfach in der historischen Zeit im Mittelalter spielt. Und unter diesem Gesichtspunkt fand ich ihn auch nicht schlecht. Wenn man ihn als Fantasy-Roman liest, habe ich schon viel Negatives auch darüber gelesen, weil es halt auch so als für Fans von Sarah J. Maas verkauft wird. Und die Hauptfigur in diesem Buch, eine Frau, sie wird ziemlich, oder ein Mädel, sie wird immer, ihr wird immer wieder gesagt, sie muss heiraten und sie soll keinen Job haben und sie soll sich schöner machen und so. Also es ist ein ziemlich sexistisches Buch eigentlich auch. Also nicht nur wegen den Sachen, jetzt, ich kann es jetzt so schnell nicht so beschreiben. Aber wenn man das halt liest, so wie ich habe das komplett vergessen, diesen Pitch mit für Fans von Sarah J. Maas und was weiß ich was, dann war das für mich halt einfach, wie gesagt, ein Roman, der irgendwie in einer mittelalterlichen Zeit spielt. Und klar finde ich das blöd, aber es war halt damals so und in gerade in historischen Romanen ist sowas ja irgendwie keine Besonderheit und von daher hat mich das in dem Buch an sich nicht gestört. Und generell hat mir das Buch eigentlich recht gut gefallen und ich freue mich auch schon auf die Fortsetzungen. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, war The Wrath and the Dawn von René Adier. Und da muss ich sagen, 5 Sterne, das Buch ist absolut genial. Ich wollte eine Review dazu filmen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich noch den zweiten Teil lesen möchte und dann so eine Serien-Review lieber filmen möchte. Es gibt aber eine Review auf meinem Blog, eine Rezension, Entschuldigung, Deutsch. Und ja, es ist einfach fantastisch. Es ist einfach eine Nacherzählung von 1001 Nacht oder es ist davon inspiriert eigentlich. Also es ist nicht eine direkte Nacherzählung, aber es geht halt um ein Mädchen, die halt Scheherazade heißt und einen König oder einen Kalifen, Khalid heißt er, der jeden Morgen, also der jeden Tag eine Braut heiratet und sie am nächsten Morgen umbringen lässt. Und Scheherazades beste Freundin war leider eine von ihnen und deswegen ist sie die erste Frau, die sich freiwillig dazu anbietet, seine Frau zu werden. Und natürlich, sonst gäbe es kein Buch darüber, stirbt sie natürlich nicht nach der ersten Nacht. Und ja, also es ist wirklich fantastisch. Ich liebe einfach diese Welt. Gerade also auch mit 1001 Nacht und auch Jasmin und Aladdin war immer früher so mein Lieblings-Disney, mein Lieblings-Disney-Film und meine Lieblings-Disney-Prinzessin. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Die Rote Löwin von Thomas Cibula, auch wieder von NetGalley. Ich weiß, ich habe total viele Bücher von NetGalley gelesen. Das ist auch ein historischer Roman, so wie Die Feuerheilerin. Ich glaube, damals habe ich es nicht gesagt. Er hat von mir auch 4 Sterne bekommen und es gibt auch eine Review auf meinem Blog. So wie bei alles andere, haha. Ja, ich fand es auch wirklich gut. Das spielt, man spielt das auch im Mittelalter. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr genau, aber eher im frühen Mittelalter. Und es geht um ein Mädchen und ihren kleinen Bruder, aber hauptsächlich um das Mädchen. Sie ist 17 ungefähr, oder sie wird 17. Und ihre Burg, auf der sie lebt, wird überfallen von Wenden, von heidnischen Kriegern und dann muss sie fliehen und macht sich halt zum Lebensinhalt eigentlich Rache zu üben für den Tod von ihren Eltern, von ihren Verwandten, von eigentlich allen außer ihrem Bruder, weil der ist bei ihr, mit ihm konnte sie fliehen. Und ja, es ist ganz interessant. In dem Buch möchte ich aber von vorneweg sagen, es ist sehr gewalttätig und es ist wirklich sehr, also der Sex wird sehr genau beschrieben, es gibt Sex, es gibt viel Sex. Einer von den wichtigen Nebencharakteren ist auch pädophil und das wird auch beschrieben. Auch hier, wie gesagt, das sind Sachen, die ich überhaupt nicht mag, also nicht Sex, aber Gewalt und Pädophilie natürlich, wo ich absolut ein Problem damit habe, aber auch hier in diesem historischen Roman, finde ich, wird es jetzt nicht irgendwie schön geschrieben, sondern es gehört halt einfach zu dieser Geschichte, zu dieser Zeit, in der es erzählt wird. Und auch ja, also da gehört es einfach dazu und deswegen stört es mich nicht, darüber zu lesen. Aber da es halt doch ziemlich genau beschrieben ist,
wollte ich das einfach nochmal so als Warnung sagen. Wie auch immer. Dann das nächste Buch war auch wieder ein Hörbuch. Das war Hollow City von Ransom Riggs. Das ist der zweite Teil in der Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Reihe. Und auf Deutsch heißt das Buch Die Stadt der besonderen Kinder. Der erste Teil heißt Die Insel der besonderen Kinder und der zweite heißt Die Stadt der besonderen Kinder. So, jetzt haben wir es. Ich habe dem Buch auch nur 3 Sterne gegeben, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Das wusste ich aber eigentlich schon. Mir hat der erste Teil schon nicht gefallen. Und dann habe ich angefangen, den zweiten zu lesen, weil ich rein nicht gerne unbeendet lassen wollte. Und auch das hat mir nicht wirklich gefallen. Deswegen habe ich es jetzt auf Hörbuch angehört, um einfach schneller durchzukommen. Aber ich muss sagen, es gibt einfach nichts Negatives oder Schlechtes an dem Buch. Es ist einfach mir persönlich, hat die Geschichte einfach nicht gefallen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich wollte das Buch auch nicht irgendwie schlecht bewerten, weil es gibt wirklich objektiv nichts betrachtet, was mich an dem Buch gestört hat. Nur es ist einfach nicht mein Buch und das finde ich auch gar nicht schlimm. Man muss nicht jedes Buch mögen, das einem gefällt und ja. Dann das nächste ist auch ein Hörbuch, das ist The Assassin's Blade. Das ist quasi die Vorgeschichte zu der Throne of Glass Serie, auch von Sarah J. Maas. Hat von mir auch 5 Sterne bekommen, wie alle anderen Bücher auch. Aus der Reihe, weil ich es einfach toll fand. Ich fand es auch gut. Also ich habe gelesen, dass man es gut vor Empire of Storms hören oder lesen oder wie auch immer kann, weil sie dort in Assassin's Blade viele Leute kennenlernt, die dann in Empire of Storms wieder dazukommen. Aber mir hat es gefallen, das hinterher zu lesen, weil das ist wirklich so, in Empire of Storms hat unsere Hauptfigur sehr viele Pläne geschmiedet, von der ihre Begleiter nichts wissen und die werden dann immer eiskalt überrascht und ich fand es eigentlich cool, als Leser so mit denen mitfühlen zu können, auch keine Ahnung zu haben. Hätte ich Assassin's Blade vorher gelesen, hätte ich vielleicht schon ein bisschen mehr gewusst oder bevor sie angefangen hat mit Erklären. Manche Pläne hätte ich auch schon viel früher quasi erahnen können, hätte ich Assassin's Blade vor Empire of Storms gehört, aber ich fand es eigentlich echt gut, es hinterher zu hören und dann nochmal alles so ein bisschen aufgeklärt zu bekommen. Dann das nächste Buch war auch wieder von Netgalley, das ich gelesen habe, das war Glashaus, jeder hat etwas zu verbergen, von Christian Geilus. Das ist ein Thriller. Ich habe ihm 3 Sterne gegeben, auch hier gibt es eine Rezension dazu auf meinem Blog. Ich bin einfach nicht richtig reingekommen. Manchmal fand ich die Handlung etwas abwegig und auch die Charaktere waren nicht so meins. Ja, aber ich habe es trotzdem relativ gern gelesen und deswegen hat es von mir noch 3 Sterne bekommen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Witch's Sacrifice von Chrissy Moss. Das habe ich auch über Netgalley bekommen. Das ist auch wieder ein High-Fantasy-Roman. Dem Buch habe ich 4 Sterne gegeben. Ich fand es ganz interessant. Das ist ein bisschen was anderes, wie das ich normalerweise gelesen habe bis jetzt. Wobei ich ja nicht viel gelesen habe bis jetzt. Aber es spielt in einem großen Meer quasi, auf einer Insel und es geht um eine Hexe, wie der Name ja schon sagt. Die wird entdeckt oder halt auch gerettet von einer anderen Hexe und wird dann so gelehrt halt in ihre Zauberkräfte quasi zu beherrschen. Nur fand ich, und deswegen kann ich euch auch nicht viel mehr über das Buch sagen, weil diese ganze Geschichte, es ist nicht arg viel passiert und es hat sich für mich viel mehr wie eine Vorgeschichte angehört. Ich freue mich, das nächste Band zu lesen, weil gegen Ende dieses Buchs hat es wirklich mein Interesse nochmal geweckt und ist wirklich interessant geworden. Und es kam auch quasi eine neue Figur in das Buch rein und um diese Figur wird es, glaube ich, in den nächsten Büchern geben. Und ja, wie gesagt, das hat sich einfach für mich ziemlich wie eine Vorgeschichte einfach gelesen, nicht wie der erste Teil in einer Serie. Trotzdem habe ich 4 Sterne gegeben, weil ich es echt interessant fand. Ich fand auch die Charaktere, soweit sie beschrieben waren, gut beschrieben. Und wenn ich es einfach unter diesem Blickwinkel einer Vorgeschichte angeguckt habe, war es echt super. Deswegen 4 Sterne. Außerdem die 2 Bücher, die ich angefangen habe, sind Carry On und A Court of Thorns and Roses. Das Reich der 7 Höfe, Dornen und Rosen heißt es. Und ja, da habe ich beide schon fertig, werde aber nichts dazu sagen. Das möchte ich dann in meinem März-Lesemonat machen. Aber ja, das war's eigentlich auch schon für meinen Lesemonat. Ich habe mich jetzt, glaube ich, voll beeilt und habe nicht viel zu den einzelnen Büchern gesagt, aber ich denke, das Video wird ziemlich lang, wenn ich zu jedem Buch wirklich was erzähle und zu den meisten gibt es ja auch auf meinem Blog Rezensionen dazu. Auf Goodreads gibt es, glaube ich, zu jedem Buch eine Rezension von mir, wenn auch nur eine kleine. Und ja, das war's eigentlich auch schon.
Tschüss!